Arthur Abraham. Der Mann steht für die Perfektion eines Schweizer Uhrwerks. Niemand konnte ihn in seinen bisherigen 24 Kämpfen aus dem Takt bringen. Die 5000 Zuschauer in der St. Jakobshalle von Basel wollten sich von der ungeheuren Schlagkraft des IBF-Weltmeisters im Mittelgewicht überzeugen. Sein Herausforderer Wayne Alcock aus Birmingham. Der Engländer ist ein schneller, beweglicher und schlagstarker Typ, der immer nach vorn marschiert. Aber kann er King Arthur auf seinem Weg, Superchamp zu werden, aufhalten? Beide boxen in der Normalauslage. Die linke ist die Führhand, die rechte die Schlaghand. Abraham in der Anfangsphase verhaltend. Wie wir es aus seinen bisherigen Kämpfen von ihm gewohnt sind, hält er seinen Gegner auf Distanz. Er nimmt Treffer in Kauf, um seinen Kontrahenten zu studieren. Auch in der zweiten Runde zunächst wenig Gegenwehr vom Weltmeister und frisch gekürten Sportler des Jahres. Doch plötzlich schlägt eine Rechte von Abraham kurz und trocken am Kopf von Alcock ein. Der Engländer wird angezählt und ist kurzfristig beeindruckt, aber sofort wieder oben. Alcock, der seinen Spitznamen Mad Dog erhielt, weil er seine Fäuste gelegentlich auch außerhalb des Rings einsetzte, kann mit seiner Führhand punkten. Zum Ärger von Trainer Uli Wegner nimmt sich King Arthur wieder zurück, boxt zu passiv. Warum läufst du mal, springst 1000 Meter zurück, hau doch mal die rechte gegen. Oder piek die Führung dann, wenn er so angelaufen kommt. Warum hast du nicht eine rechte Gras im Körper? Also auch was ein Schwerbrechen. Naja, und warum machst du nicht? Mach ich nicht. Widersprichst du? Nein. Abraham jetzt etwas mehr aus der Ringmitte heraus agierend. Alcock hält gegen. Durch einen unabsichtlichen Kopfstoß des Engländers zieht sich Abraham einen leichten Cut an der Stirn zu. Das kann dem Weltmeister nicht schmecken. Uli Wegner artikuliert seine Unzufriedenheit immer deutlicher. Was machst du denn vor Vorstellungen hier? Das ist ja enttäuschend. Hau doch dazu! Der überstürmt dir an. Eine Runde hat schon abwägen. Wer weiß, was die wieder ist. Was ist mit dir los? Du bist ach, was mit deinem Scheiß? Nein, du bist ein Finding, Mensch! Accidental butt. Gut, hau dazwischen, Mensch. Jetzt geht in der Box hin und machen wir erstmal endlich was. Der Weltmeister muss jetzt auch mal punkten. Denn wenn er sich nur auf seine Schlagkraft verlässt, geht er ein hohes Risiko ein. Der Brite ist relativ offen, wenn er nach vorne geht. Doch zunächst bleiben die Konter des Weltmeisters aus. Doch Mitte der fünften Runde legt Abraham los und setzt nach. Eine krachende, voll durchgezogene Rechte zum Kopf befördert Alcock durch die Ringseile. Alcock ist angeschlagen und wird angezählt. King Arthur lässt nicht locker, trifft Alcock voll aufs Kinn. Nach dem folgenden Uppercut beendet der Ringrichter den Kampf. Der alte und neue IBF-Weltmeister im Mittelgewicht, King Arthur Abraham. Der König hat sein Schwert geschwungen und erneut war es ein vernichtender Schlag. Wieder ein spektakuläres Ende und auch taktisch eine perfekte Vorstellung des Champs. Ich stelle mich nicht so ein, dass ich einfach passiv in den Ring reingehe, sondern ich beobachte, ich suche den Fehler von dem Gegner. Ich zwinge ihn dazu, dass er einen Fehler macht, dass ich diese Fehler ausnutzen kann. Deswegen bin ich so passiv und ich beobachte halt. Das ist halt mein Stil zum Boxen. Und nehme in Kauf, dass Uli Wegner ihn mal in den Hintern tritt. Das ist nichts Neues. Er kann sich ja nur auf seine Schlagkraft verlassen. Aber
Es kommen noch andere Gegner, ne? Ich meine, der war ja nicht schlecht. Der war ganz schwer zu stellen. Der hat natürlich gewusst, dass Arthur immer ein K.O. in beiden Händen drin hat. Dadurch hat er sie entzogen und den überraschenden Angriff gemacht. Das wussten wir. Aber da muss er sich schnell drauf einstellen. 25 Kämpfe, 25 Siege, davon 20 durch K.O. Diese makellose Bilanz kann sich mehr als sehen lassen. Auch im Boxwunderland USA wird King Arthur Abraham spätestens nach dieser Vorstellung ein diskutierter Name sein.